Ja, den Gast auch mal ausreden lassen. Ja, ich weiß, der Gast ist auch nicht nur Stichwortgeber. Sonst noch was? Ich darf. Danke. Tschüss. Wo er angeblich mit Kirk am Telefon gesessen haben sollte und so ein bisschen rumdaddelte und irgendwann feststellte, oh, pass mal auf, warte mal, ich hab Ja, da was. das war einfach, es wäre fast nie ein Metallica-Song geworden. Das hat er irgendwie für eine Ex-Freundin geschrieben am Telefon, das stimmt, da hat er halt. Moin, ihr Lauser! Und herzlich willkommen bei Krachmucker TV. Ich bin Ernie, ich bin nicht alleine, ich habe hier den Kenny neben mir. Moin. Und wir reden heute über Metallica. Gleich vorweg, der eine oder andere könnte jetzt die Frage in den Raum stellen: Warum sitzt denn da Eiko nicht? Mit dem machst du doch sonst immer sowas. Ja, Eiko hat auch gefragt, warum ich ihn nicht gefragt habe für die Show. Ich habe Kenny aber vor einiger Zeit kennengelernt. Auf dem Konzert haben wir uns, also zumindest für mich bewusst, das erste Mal gesehen. In Leipzig auf jeden Fall letztes Genau, Jahr. in Leipzig und Ja. ja, ansonsten glaube ich das erste Mal damals 2013 sogar, glaube ich, kennengelernt auf dem Agrippini-Konzert. Und ich habe zumindest letztes Jahr festgestellt, dass ich mich gut mit ihm unterhalten kann und eben auch die Info bekommen, dass Kenny ein großer Metallica-Fan ist. Und das finde ich für mich auch ausschlaggebend. Du bist einfach noch mal ein paar Jahre jünger. Also ich sag mal die entgegengesetzte Generation. Ich glaube, Eiko ist einfach noch mal eine Generation älter als ich und du bist so ein bisschen eine jünger. Und das finde ich bei einer Band wie Metallica durchaus auch mal spannend, mich mit jemandem zu unterhalten, der einen ganz anderen, eine ganz anderen Ausgang, eine ganz andere Ausgangssituation hat zu dieser Band. Denn ich frage jetzt einfach mal so, wie ging das bei dir damals los? Wann hast du Metallica kennengelernt und was schätzt du an dieser Band so sehr? Also kennengelernt habe ich die, glaube ich, mit 14 damals, also ist jetzt gut 15 Jahre her, durch einen Schulkollegen. Ich habe damals halt Gitarre angefangen und so meint er so, hier, Metallica, lern mal Fade to Black auf Bass. Ja. Und dann ging das halt mit Metallica los. Und mein Vater hatte mir, glaube ich, dann irgendwann Battery gezeigt und bei dem Intro dann, ja, wenn dann die Gitarren nachher einsetzen, die Heavy-Gitarren da war dann. Ja. So, Schluss, sag ich mal. Was war das erste Album, was du von Metallica gehört hast? Saint Anger. Und da wird jetzt der ein oder andere schon, und das finde ich jetzt heute spannend. Deshalb ist diese Kombination heute genau die richtige, denn ihr wisst, wie ich über Metallica denke. Da hat sich viel in den letzten Jahren auch geändert. Ich roll das ganz schnell auf. Ich bin groß geworden mit der Injustice for All. Das hier ist meine allererste selbst gekaufte CD damals gewesen. Mit Vater losgegangen, habe mir meine erste Anlage gekauft, brauchte ich natürlich auch eine CD dafür und das war die erste. Und dann ist es so gewesen, Metallica ist die erfolgreichste Metalband der Welt. Ich glaube mittlerweile sogar offiziell, ich habe mir da mal was rausgesucht, 110 Millionen verkaufte Platten. So, das ist eine Hausnummer und 22,1 Millionen verkaufte Tickets seit 1982. Wie man auch immer sowas ausrechnet, aber zum Vergleich, AC/DC haben dahingegen 14 Millionen. Ja. Ja. Und wie ist das bei mir? Ich muss es ja sagen, ich gebe mich immer so offen, aber ich hänge da auch in vielen Klischees fest. Und was alle anderen hören, das habe ich früher nicht gehört. Und das war auch Metallica. Später, als ich dann mit dem Kanal angefangen habe, habe ich mal den Spruch rausgehauen, ich hätte die ersten drei Metallica-Alben noch nie gehört. Das ist natürlich Blödsinn. Also man muss ja wirklich heutzutage unterm Stein wohnen, um nicht irgendwie von den ersten drei Metallica-Alben eigentlich 80% zu kennen. No. Ich habe es halt nur nie so ganz am Stück gehört. Irgendwann dann gemacht. Ja, und dann ging es so ein bisschen weiter. Und dann habe ich vor einiger Zeit ja eine Show gemacht, wo ich über die Ride the Lightning gesprochen habe. Ein Klassiker, den ich absolut als einen solchen anerkenne, aber der bei mir nicht funkt. Und ja, jetzt haben wir da. Du hast mit St. Anger dein erstes Metallica-Album gehört. Wir wollen heute durch die Diskografie gehen, wollen ein bisschen über Metallica sprechen, über dies und jenes, ne? Und unsere Top 5 rausgreifen. Hast du die für dich so parat, dass Habe du das ich auf jeweils jeden zu den Fall Alben parat. sagen kannst? Ja. Ich habe mir auch was aufgeschrieben. Das ist anders. Wenn Eiko hier sitzen würde, würde das viel traditioneller laufen. Heute mal anders. Kenny, Metallica haben sich 1981 gegründet, haben ein relativ beständiges Line-up. Tatsächlich ja. Das ist also außer eben die Rolle des Bassisten, die auch eine schwierige zu sein scheint bei Metallica. Ja, also einen tragischen Todesfall natürlich.
weiß man nicht, wie das gewesen wäre, wenn der noch am Leben gewesen wäre, Cliff Burton. Cliff Burton. Und dann ja noch die Geschichte mit dem Dave Mustaine. Ja, richtig. Das ist dann auch nochmal so eine Geschichte für sich gewesen. Ich würde sagen, relativ früh in der Bandgeschichte tatsächlich auch. Ja. Jason Newsted, dann haben wir natürlich auch das Thema der Bass auf der Justice for All. Ja. Wir fangen mal erstmal mit den beiden Demos an. Power Metal und No Life Till Leather. Das ist eine Band, die schon ganz schön weit war für ein Demo, muss man sagen. Ja, ne? Auf jeden Fall. Also mit der Power Metal habe ich jetzt gar nicht so viele Berührungspunkte. Hm. Mit der No Life Till Leather, da ist dann ja auch noch tatsächlich Ron McGovney am Bass zu hören. Ja. Und Dave Mustaine an der Leadgitarre. Und ich finde, da hört man auch noch so die, die krassen Einflüsse, mit denen die halt angefangen haben, Musik zu machen. Der Lars Ulrich hatte ja damals gesagt, suche Mitmusiker für Musik wie Tigers of Pantang, Iron Maiden. Und ich finde, auf der No Life Till Leather, wenn man den Gesang von Hetfield da hört, der will dann schon irgendwie noch in diese Richtung gehen, habe ich so das Gefühl. Das ist es. Ich habe das Demo nie so richtig bewusst gehört bis vor kurzem. Und mir ist doch aufgefallen, dass er, ich würde schon sagen, gravierend anders auf dem Demo, auf dem ja fast, also auf dem sehr viele Songs sind, die später ja auch auf der Kill 'Em All drauf sind. Er singt ganz anders noch. Und er hat ja sogar selber den Eindruck gehabt, er würde als Sänger nicht taugen, sodass sie ja jemanden gesucht haben. Unter anderem Armored Saint, den John Bush, der dann aber auch abgesagt hatte. Der ist dann wohl lieber bei seiner eigenen Band geblieben. Aber genau, zu Demo-Zeiten hattest du eben noch den Ron McGovern und dann hattest du den Dave Mustaine auf der No Life Till Leather und dazu eben der James Hetfield und Lars Ulrich. Richtig, genau. Wir gehen so nacheinander mal auf die verschiedenen Personen ein. Ich denke, die nächste wichtige würde erstmal Cliff Burton sein. Ja, Dave Mustaine vielleicht doch ein paar Worte dazu. Man hört seinen Einfluss durchaus auch auf der Kill 'Em All. Ja, ich habe auch manchmal das Gefühl, dass man einige Soli von ihm drin gelassen hat und Kirk Hammett hat drüber gespielt. Wenn man jetzt den Song Hit the Lights nimmt, ich finde, man hört dann da so zwei Liedspuren. Hm. Kann mich aber auch täuschen. Ja. Bin mir nicht ganz sicher. Aber ja. Zumindest würde ich jetzt sagen, also ich bin mit Megadeth nun wirklich noch nie so richtig warm geworden, aber man hört auch diesen Stil, den er später mit Megadeth dann weiterverfolgt. Ne? Was, wie würdest du das selber beschreiben, dieses Gitarrenspiel? Was ja bei Metallica, wie ich das immer sage, bei Blind Guardian hast du diesen Gitarrensound oder diese Art des Gitarrespielens, die Band erkennst du unter Tausenden wieder. Metallica hat diesen Signature-Sound und Megadeth hat es natürlich auch. Wie würdest du das so beschreiben, als jemand, der selber auch Gitarre spielt, denn seine Gitarre hat er mit? Ja, die habe ich mit. Dieses Galoppartige, das hat Aiko in der Thrash Metal Show auch ganz, schon ganz gut beschrieben. Dieses Galoppartige irgendwie. Ist drin, 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 drin. Ja, genau, genau. Genau, richtig. Das hört man ja auf der Kill 'Em All auf jeden Fall auch schon. Zum Beispiel bei dem Song Whiplash, dieses Durchgethrashe halt. Und bei, wie heißt der Song? Kurz überlegen. Kannst auch gerne spicken. Wir können ja mit der Kill 'Em All und praktisch das Demo noch so ein bisschen mit reinnehmen, ansetzen. Also, du hattest einen Lars Ulrich, der ist Däne und ist dann aber nach Amerika gegangen. Ja. Eine wichtige Gestalt, durchaus für den New Wave of British Heavy Metal, dann auch in Amerika. Und James Hetfield am Gesang. Dave Mustaine hat sich überworfen mit allen. Es ist Kirk Hammett eingestiegen. Genau. Zu Cliff Burton kann man auch noch ganz schön sagen, den haben sie ja entdeckt, nachdem Ron McGovney dann raus war, haben sie den gesehen mit seiner ehemaligen Band Trauma. Ja. Und haben gesagt, der muss in unsere Band. Mach ich, aber nur, wenn ihr nach San Francisco zieht. Das hat Cliff Burton gesagt. Genau, genau. Richtig, und genau. Dann sind sie halt dahin gezogen, dann ist er eingestiegen. Und genau. Ja. Und er ist wirklich ein Basser, bei dem die Frage durchaus berechtigt ist. Was wäre, wenn er bei diesem tragischen Unfall nicht ums Leben gekommen wäre? Also da greifen wir jetzt ein bisschen vor. Das liegt natürlich nach der Master of Puppets, dass sie mit dem Bus in Schweden gewesen sind und haben nachher ausgelost, wer in dieser einen gemütlicheren Koje schlafen darf. Ja. Und ja, in dem Fall hat Cliff Burton nicht gewonnen, sondern sozusagen verloren. Es gab einen Unfall. Die Frage, ob der Busfahrer jetzt eingeschlafen ist, steht im Raum. Ich habe nur gelesen, dass
James Hetfield dann aus dem Bus herausgekommen ist und noch die Beine gesehen hatte. Ja, genau. Und das ist natürlich fürchterlich und das spielt dann wahrscheinlich eine große Rolle dann auch beim folgenden Album. Jetzt sind wir aber erstmal bei der Kill 'Em All und haben ein sehr wildes, ein sehr ungestümes Album. Auf jeden Fall. Ein Demo, was sehr, sehr einflussreich schon auch gewesen sein sollte, denn sie waren orientiert an dieser New Wave of British Heavy Metal, haben aber einfach viel, viel schneller gespielt, oder? Würde ich auch sagen. Also, wenn man hier direkt den Opener Hit the Lights nimmt, der ja auch auf den Demos zu hören war, das ist so quasi der erste Song von Metallica, so kann man sagen. Da wird man das auch schon, dieses Anfangsriff, das ist eine schnellere Nummer als der New Wave of British Heavy Metal. Ja, und 1983, da steckte ja auch noch so viel in den Kinderschuhen. Also, mal überlegt, also 80, na gut, wenn man jetzt, muss man natürlich immer überlegen, nimmt man Judas Priest natürlich noch ein bisschen, aber so 1980 kann man schon als den Beginn der New Wave of British Heavy Metal nehmen. Auf der anderen Seite, es gab natürlich dann auch schon Anfang der 80er Hellhammer, aber das ist dann ein bisschen woanders. Ja. Wir sind hier bei einer Band, wo Lars Ulrich irgendwann mal den Brian Slagle auch kennengelernt hat. Ja, genau. Der später natürlich dann, ihr wisst es, Metal Blade gründen sollte. Und der hat den legendären Sampler rausgebracht. Den Metal Massacre. Metal Massacre. Und da hat sich der Lars Ulrich, der ist schon sehr findig, ne? Ja, also die Geschichte, wie die zu dem Namen gekommen sind, ich weiß nicht genau, ich glaube, dieser Brian Slagle war es nicht, aber jemand wollte sein Magazin Metallica nennen. Richtig. Und da hat er gesagt, nee, lass mal so. Und dann hat er halt den Namen verworfen und dann... Lars Ulrich hat dann gesagt, meine Band heißt also. Der Ron Quintana ist das. Ja, Der hatte so ein paar Ideen für sein eigenes Magazin und Lars Ulrich soll ihn wohl überredet haben, Metal Mania zu wählen, damit er dann Metallica hat. Der Name kam gut an. Aber nochmal zu dem Metal Massacre. Er hat sich dort eben, bevor überhaupt Metallica so richtig losgelegt haben, sich schon praktisch einen Song auf diesem Sampler gesichert. Und das meinte ich damit, dass er doch sehr, sehr findig und sehr geschäftstüchtig wohl offenbar ist und auch viel so ins Rollen gebracht hat am Anfang. Ne? Ja, kann man sagen. Also er hat ja schon, ich glaube, Hit the Lights war auch da zu hören. Ja, das war so der Startschuss, kann man sagen. Ja, mein Lieblingssong auf diesem Album ist ungeschlagen Motor Breath. Okay, ich liebe diesen Song. Also ich kann es jetzt auch schon sagen. Also dieses Album, das hat sich über die Jahre bei mir auch verändert, meine Meinung. Ich habe das Album sehr häufig gehört und es ist für mich Platz 1. Es ist das beste Metallica-Album. Es steht für mich sogar trotz sämtlicher Nostalgie vor der And Justice for All. Es ist wild, ungestüm. Es hat eine Power, die sie selbst danach auch schon irgendwie nicht mehr so richtig hatten. Was allerdings auch bestimmt einen Grund hatten, da kommen wir gleich zu Cliff Burton. Aber diese Art von Musik und dieses, das Ding auch, The Four Horsemen. Die Band wurde ja auch irgendwann nur The Four Horsemen genannt. Ich muss übrigens ein bisschen aufpassen. Ich bin nervös und rede sehr viel. Der gute Kenny ist auch ein bisschen nervös und lässt sich von mir nachher überrumpeln. Jo, ich schneide mich hier mal eben kurz selber rein. Kinders, das Problem ist bekannt. Ich höre mich gerne selber reden. Das ist auch, das muss ich einfach gestehen, es wurde von euch ja schon das ein oder andere Mal thematisiert. Es ist auch im Privaten manchmal ein Ärgernis. Ich lasse manchmal, wenn ich in Fahrt bin, schwerlich Leute zu Wort kommen, ausreden oder auch sonst was. Und ne, das ist immer ein bisschen ärgerlich, wenn du dann so einen tollen Gast wie Kenny dabei hast. Ihr werdet das noch merken. Sobald ich ihn dann mal lasse, ne, dann kommt da ja auch toll was. Ist in der Vergangenheit schon vorgekommen. Ich muss mich da ein bisschen zusammenreißen und ich habe das auch auf der Liste stehen. Ich wollte es nur schnell gesagt haben. Ich arbeite an mir. So, und jetzt weiter im Text. Viel Spaß. Erzähl. Zum Song Four Horsemen kann man auch sagen, den haben sie sich ja nachher mit Dave Mustaine, Megadeth, geteilt. Auf der Killing is My Business. Ja. Und Business is Good. Das erste Album von Megadeth ist der Song auch drauf, abgewandelt und heißt In the Mechanics. Ja. Bisschen schneller gespielt, spielen sie bis heute noch live. Ja. Auch schneller als Metallica The Four Horsemen heute. Ja. Hast du Durst? Willst du mal einen Tee haben? Ich würde einen Tee nehmen, auf jeden Fall. Vielen Dank. Dann, was weißt du denn über Megaforce? Tatsächlich gar nicht so viel, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, Megaforce ist das erste Label gewesen, auf dem ist ja die Kill 'Em All rausgekommen, auch die Ride the Lightning und auch die Master of Puppets, oder ist die dürfte dann... nicht mehr, oder? Das können wir aber gleich das mal gucken. Das gucken wir gleich. Bin mir gar nicht sicher. Elektra war das nächste. Was sind denn deine Favoriten auf diesem Album und wo würdest du es einordnen? Also tatsächlich Four Horsemen
ist schon einer meiner Lieblingssongs und Metal Militia. Ja. Das ist schwierig. Ich mag viele Songs auf dem Album. Zu der Top 5 kann ich ja schon mal spoilern, die ist nicht dabei. Na, das, da bleiben wir doch gespannt. Also es wird noch genug Aufreger hier wahrscheinlich geben. Ne? Also Megaforce von John Sazula gegründet damals. Diesen Februar übrigens verstorben. Ja. Er hatte Bands wie Raven und Anthrax mit dabei. Eins der meistverkauftesten Alben seiner Labelzeit ist gewesen, weißt du das? Nee. S.O.D. Speak English or Die. Ja. Irgendwann sind nämlich Raven und Anthrax abgehauen. Er hat dann noch Testament und Overkill mit dazu bekommen. Aber das ist schon ein Label gewesen. Das hatte seinen Namen gehabt. Und jetzt, wir werden uns nachher vielleicht irgendwie noch ein bisschen besser sortieren. Was fällt dir dazu ein, wenn ich sage, dass Kill 'Em All, was gerne mal gesagt wird, das erste Thrash-Metal-Speed-Metal-Album ist? Schwierig eigentlich. Es gab ja zur gleichen Zeit vieles, was irgendwie rausgekommen ist. Ich weiß gar nicht, wann die erste Slayer rauskam. Die kam 83, die Show No Mercy. Mhm. Aber das Problem ist so ein bisschen, also Slayer haben sich da auch so gewehrt, dass sie jetzt sich hätten von Metallica beeinflussen lassen. Das kannst du natürlich auch nicht sagen als Slayer. Ja, das war ja immer sowieso so ein Kampf zwischen denen, immer schneller und richtig, aggressiver, richtig. Wo Slayer dann nachher wirklich aggressiver wurden. Kann man so sagen, glaube ich, ja. Bonded by Blood von Exodus ist angeblich schon früher geschrieben und ist dann einfach nur verzögert rausgekommen. Ja. Sonst wäre das wahrscheinlich auch so ein Anwärter gewesen für eins der ersten. Kirk Hammett hat ja tatsächlich vorher bei Exodus gespielt, bevor er zu Metallica kam. Ja, genau. Spiel doch einfach jetzt mal was Charakteristisches. Wir tun mal so, als ob hier jetzt jemand zuguckt, der noch nie Metallica gehört hat. Das ist möglich. Und du spielst mal sowas ganz Charakteristisches aus der Anfangszeit von Metallica. Ja, gut. Nehmen wir mal den Song Whiplash von dem Album Kill 'Em All, wo wir gerade dabei sind. Da hört man halt dieses... Dieses... Genau. Dieses tighte Rhythmusspiel von James Hetfield eben. Das macht es irgendwie aus, muss ich sagen. Das ist immer so dieses klassische, so gedämpfte E-Seite-Spiel. Genau, und dann. Und so. Das ist so ein typisches Thrash-Ding. Wenn man Four Horsemen zum Beispiel nimmt, da ist ja nachher dieser. Ja. Das Abgedämpfte, das hat Eiko in der Thrash-Metal-Show auch schon gesagt, dieses. Während Slayer so für mein Ohr immer eher so. Ja. Halt wirklich draufkloppen, kann man so sagen. Also da sind natürlich Slayer, das muss man auch einfach sagen, böse. Ja, auf jeden das Fall. Ist, also das ist jetzt ein Attribut, das würde man jetzt nicht unbedingt Metallica zuordnen. Was wäre ein Attribut? Was würdest du Metallica dort in dem Verhältnis zuschreiben? Lars Ulrich, finde ich, hat schon. Der schlechteste Schlagzeuger der Welt, man kennt die ganzen Sprüche. Aber ich finde, der hat das auch irgendwie mit ausgemacht. So, man hätte natürlich auch schneller Schlagzeug spielen können. Aber ich finde, Lars Ulrich hat das schon irgendwie zu dem gemacht, was es war, beziehungsweise ist. So. Ja. Jetzt aber Cliff Burton. Sonst platze ich hier gleich mit all dem, was ich mir irgendwie raufgeschafft habe. Und das ist ein riesengroßer Wust. Und ich hoffe, das wird jetzt hier nicht zu konfus. Er hatte eine klassische Musikausbildung. Richtig, genau. Er war der in der Band, der wusste, was er dort macht. Und da gibt es auch tolle alte Aufnahmen, wo er auf dem Bass eigentlich wie auf einer Gitarre spielt. Ja, er war ja auch mit, will ich jetzt auch nichts Falsches sagen, einer der Ersten, der das mit den Fingern so richtig eingeführt hat, sag ich mal. Ja. Auch wirklich, wirklich schnell zu spielen. Wenn man dann mal von Kill 'Em All das Pulling Teeth nimmt, das Bass-Solo, das ist alles mit den Fingern gespielt. Und das klingt teilweise wie Gitarre mit endlosen Verstärker hier. Effektgeräten und das ist schon krass. Ja, und dann kommt 1984, Ride the Lightning. Ja. Ich glaube, das Album, was würdest du einen traditionellen Metaller fragen, ganz weit oben steht. Ja. Ich habe gesagt, dass es mich, trotz dessen, dass ich mir darüber im Klaren bin, man muss das immer so ausführlich sagen, dass ich mir im Klaren darüber bin, dass dieses Album großartig ist. Vielleicht hat sich sogar auch in den letzten Wochen doch nochmal was verändert, weil mir viele Leute dort auch in der Realität dann doch nochmal ein wenig die Leviten gelesen haben. Vielleicht bei mir auch. Ja, also, hier kommt zum Tragen, dass Cliff Burton weiß, was er tut. Und auf jeden Fall, man hört es schon, die Kill 'Em All, wie du schon sagtest, ist ja sehr rau und
aggressiv irgendwie auf der Art und Weise. Das wurde ja vor Cliff Burton geschrieben. Und bei Ride the Lightning merkst du irgendwie schon, es wird ein bisschen symphonischer und druckvoller und melodischer. Also auf jeden Fall melodischer, weil er ist auch dafür verantwortlich so gewesen, dass man diese zweistimmigen Gitarren-Soli, wie bei hier am Anfang Fire with Fire, da hört man ja im Mittelpart, kann ich jetzt nicht spielen tatsächlich, aber dieses zweistimmige Solo, das ist, glaube ich, Cliff Burton zu verdanken, so der denen das so ein bisschen gezeigt hat, sag ich mal. Ja, und natürlich sind die auch beeinflusst gewesen von Iron Maiden, die das natürlich auch schon gemacht haben, aber ja, ich denke mal. Ich finde, da hörst du wirklich dann die Veränderung, die später dann das wirklich ausmachen sollte, was Metallica dann auch letzten Endes zur größten Band oder zur bekanntesten, erfolgreichsten Metalband der Welt machen soll. Also es ist unglaublich exakt alles gespielt. Es ist unglaublich, wie würdest du die Produktion beschreiben? Warm irgendwie. Ich würde es irgendwie warm nennen, tatsächlich. Im Vergleich zu Kill 'Em All, das irgendwie so kalt und rau war, finde ich das dann eher warm. Mhm. So, ich weiß, ich kann so zu Produktion immer relativ wenig sagen, tatsächlich. Ja. So. Aber das finde ich, ich finde das schon eher warm. Sie haben einen Song dort auf dem Album, von dem haben sie sich, da haben sie sich von Lovecraft inspirieren lassen. Ja. Und Lovecraft, das ist mir überhaupt gar nicht so bewusst gewesen, scheint doch des häufigeren Mal sich so in die Lyrics von Metallica zu verirren. Ich habe da einfach mal so als kleinen Fakt mir ein bisschen was notiert. Und zwar hast du Call of Cthulhu von der Ride the Lightning. Ja. Wie findest du den Song? Ist ja ein Instrumental, ne? Ja, den Song finde ich super. Also auch... ist der 8 Minuten? Steht das hier drauf? 8 Minuten 52. Hm. Ich mag das, wie sich das aufbaut. Ja. Das finde ich super. Und Riffs sind natürlich super. Und am Ende hört man ja auch den Bass wieder, wie er so tiefer wird. Und dann das Ende ist halt irgendwie auch pompös. So. Das ist schon sehr, sehr cool. Sehr, sehr gut gemacht. Das sind alles so Begriffe. Warm und pompös, was für mich wunderbar zur Master of Puppets passt. Auf der Master of Puppets haben wir The Thing That Should Not Be. Auf der All Nightmare Long, ich habe so eine Sauklaue, haben sie auf der Death Magnetic und Dream No More auf der Hardwired to Self-Destruct. Ja. Also 4 Songs habe ich so erstmal rausgefunden. Aber dieses Album findet bei mir auf Platz 5 statt. Ja. Und bei dir? Sag jetzt nicht, dass es nicht vorkommt. Es kommt vor. Ja. Tatsächlich. Ich glaube, es ist der letzte Platz. Auch Platz 5. Also für dich ist das 5. beste Metallica-Album. Würde ich sagen, ja. Also, das ist immer so ein schöner Punkt, wo man als Zuschauer dann sich denkt, was erzählen die da? Die haben alle keine Ahnung. Ich bin mit Ride the Lightning groß geworden. Das ist das beste Metallica. Beste Metallica-Album, wie kann man das denn jetzt nicht verstehen? Da kann ich einfach mal den einen oder anderen zitieren aus der Beitragsspalte, als ich über modernen Metal gesprochen habe. Manchmal ist es auch einfach Geschmack. Man kann anerkennen, ist das bei dir auch so? Würdest du aus reiner Sachlichkeit durchaus sagen, dass es das wichtigste oder eins der besten Metallica-Alben ist? Mhm. Magst du mir die einmal geben? Ja, natürlich. Ich würde, wenn man jetzt sagt, das beste Metallica-Album, könnte man so grob sagen, vielleicht Master of Puppets, aber Ride the Lightning ist schon ein sehr wichtiges Album, muss man schon sagen. Da sind ja auch hier Fight Fire with Fire, ein super schneller Song, Fade to Black, Creeping Death, absoluter Klassiker. For Whom the Bell Tolls und Fade to Black, praktisch nachfolgend, die mag ich zum Beispiel sehr gerne. Und es hat sich ein bisschen, ich hatte für Platz 5 ursprünglich fast schon die Reload-Teile, das wäre aber Provokation, glaube ich, gewesen. Also dann ständet ihr wahrscheinlich irgendwie, wenn ich das nächste Mal irgendwo zu sehen bin, auf den Barrikaden. Das ist dann das Ding. Und so ist das. Vielleicht ist jetzt aber auch mal wichtig, nochmal darauf einzugehen, mit was du denn so groß geworden bist. Also du bist in welchem Jahr ungefähr hast du so zum Metal gefunden, dass man da jetzt mal... Das war 2007. 2007. 93er Baujahr. Mhm. 2007 dann
zum Metal gekommen. Und was waren da so die Sachen, die da angesagt waren? Weil es ist ja vollkommen klar, dass wenn du in dem Jahr dann zum Metal findest, dann ist das nicht zwangsläufig Iron Maiden, The Number of the Beast oder Saxon oder eben Metallica, Kill 'Em All, was der ein oder andere, der jetzt zuschaut, wahrscheinlich auch ja, direkt miterlebt hat, als das damals rausgekommen ist. Das ist natürlich ein Gefühl, wie bei Venom, Welcome to Hell. Das würde ich unglaublich gerne auch nachempfinden können, was das für ein Aufschrei gewesen sein muss, als das Album damals rauskam. Aber was kam zu deiner Zeit raus? Ich würde ja tatsächlich super gerne sagen, dass Master of Puppets oder And Justice for All so die ersten Metal-Alben sind, die ich je gehört habe. Mhm. War denn aber nachher tatsächlich moderneres. Ich bin dann so über Umwegen dann zu Metallica gekommen, habe zuerst sowas wie Bullet for My Valentine kennengelernt und Killswitch Engage, so eher Metalcore. Ja. Dadurch bin ich dann nachher so in diese klassische Schiene gerutscht, Metallica und so weiter. So, dass du ja auch heute ein großer Fan von Visigoth und das darf man ja auch nicht vergessen und Venator bist. Ja, auf jeden Fall. Das ist auch genau der richtige Weg. Was hat dich damals so, ich habe versucht, diese Frage beantwortet zu kriegen, wo du heute stehst mit dem imaginären Schwert und Visigoth hörst. Was hat dich damals bewegt, als du diesen Metalcore zum Beispiel gehört hast? Bullet for My Valentine und... Die Melodien tatsächlich und die kraftvollen Gitarren, weil ich ja dann auch Gitarre gespielt habe, war dann, ja, würde ich schon sagen, die Melodien. So, ich bin immer ein sehr großer Freund von Melodik und das habe ich da irgendwie gefunden. Ja, okay. 1986, Master of Puppets. Macht nicht den Fehler und sagt Masters of Puppets. Genau wie Masters of Reality. Das sind immer diese S, die einem, ja, du hast gesagt... Symphonisch und warm wäre Ride the Lightning. Und das ist das, was mir aufgefallen ist, als ich, gerade wenn das Album schon losgeht, das hat diesen symphonischen Charakter. Das ist so, da passiert so viel auf einen Moment und das hat diese Dichte und Wärme, ja. Sodass, ich spoilere jetzt schon mal vorweg, das für mich das drittbeste Metallica-Album ist. Und da kann man sich auch wundern. Das erste ist für mich Kill 'Em All und dann lasse ich irgendwie Ride the Lightning weg und dann ist die nächste, die ich aus der Reihe geil finde, die. Wie ist das bei dir? Platz 2. Gut. In der Liste. Auf jeden Fall kann ich schon so sagen, Platz 2. Weil, ja, Ride the Lightning ist symphonisch und warm. Das ist nochmal eine Schippe drauf. Ja. Also, gerade bei dem Intro, ich werde einmal kurz überreichen, möchte ich, wenn das Album losgeht und man die CD oder die Platte auflegt, einlegt, ja, wenn das dann direkt losgeht mit diesem... Das liebe ich. Das ist halt, wenn man dann... Ja. Und dann hast du ja Battery, Master of Puppets. Dieses Album, das hat ja auch keine Füller. Also das ist Welcome Home Sanitarium, ist wahrscheinlich auch einer der größten Metallica-Songs überhaupt. Wir haben es uns erspart, das wäre schiefgegangen, eine Top 5 der besten Songs zu machen. Oder? Ja, da hätte ich dann, wäre die Show bestimmt 2 Stunden geworden, weil ich mich immer wieder hätte verbessern müssen. Und ja. Gerade bei, ich habe die Gitarre ja noch bewusst auf dem Schoß, bei Battery, da hört man dann nachher auch nochmal so richtig diese Trademarks. Wenn's dann. Ja. Das ist genau das. Genau. Darunter verstehe ich Metallica. Ja, auf jeden Fall. Mit dem Album übrigens dann zu Elektra gegangen, scheint so ein Teil von Warner Brothers zu sein, vielleicht auch erst später, das weiß ich nicht. Lass uns über Lars Ulrich nochmal sprechen. Gerne. Fang an. Wie vorhin schon gesagt, ich finde, der hat Metallica auch mit zu dem gemacht, was Metallica sind. Also gerade weil er nicht der beste Schlagzeuger ist und ich bin jetzt kein Schlagzeuger, ich kann das jetzt nicht vormachen, aber das ist halt nicht dieses perfekt saubere. Ja. Das ist irgendwie, das macht das aus. Ich habe da wirklich lange geforscht und Leute gefragt, weil es grundsätzlich so ist, Lars Ulrich gilt als der schlechteste Metal-Schlagzeuger überhaupt. Jetzt ist das natürlich so, du hast eine Band, das ist die größte Band der Welt, da wird nach anderen Maßstäben gemessen. Wenn Lars Ulrich jetzt bei einer kleinen deutschlandweit bekannten Band spielen würde, würde da keiner ein Theater draus machen. Es ist wohl so, und das ist recht beeindruckend, dass Lars Ulrich gar nicht die
die Rolle des der Rhythmusvorgabe erfüllt. Das macht wohl James Hetfield. Ja. Der soll wohl, das hat er mal im Interview gesagt, auf seinem Ohr relativ wenig Schlagzeug haben. Sprich, Lars Ulrich hat sich nach ihm zu richten. Ja, ich habe tatsächlich letztens ein ganz, ganz neues Video von James Hetfield gelesen. Gesehen, nicht gelesen. wo er sagt, er versucht, Schlagzeug auf Gitarre zu spielen. So einen Rhythmus auf Gitarre zu erzeugen. Ja. Das finde ich auch sehr spannend tatsächlich. Und es ist ja so, also es scheint ja auch in dieser Kombination sehr gut zu funktionieren. Jetzt ist es allerdings so, du hörst es immer, er soll der Schlechteste sein, fragst danach, werden im Zweifelsfall halt irgendwelche dubiosen YouTube-Videos gezeigt, wo er dann von den 3 Millionen, die es gibt, halt wirklich mal neben der Spur spielt. Ja. Und dann ist da jemand wie Joy Jordison, der sagt, dass Lars Ulrich einer der besten Schlagzeuger überhaupt ist. Und Joy Jordison ist ein guter Schlagzeuger, sag ich mal. Gewesen. Ja, natürlich, natürlich. Ja, gut. Auf jeden Fall, er war super, ja, super krass. Ich habe es jetzt auch wieder gelesen, als ich euch nach ein paar spannenden, unterhaltsamen Fakten gefragt habe. Da kamen natürlich dann auch viele Sprüche zu Lars Ulrich. Und so wie ich mir das alles so rausklabüstert habe, und damit haben sich auch viele anfreunden können, ist es so, Lars Ulrich ist tatsächlich nicht unbedingt einer der technisch besten Schlagzeuger. Aber er hat damals zu Kill 'Em All-Zeiten und vielleicht auch schon davor dann etwas gemacht. Er hat Schlagzeug gespielt zu einer Musik, die es eigentlich zu der Zeit noch gar nicht gegeben hat. Ja. Das heißt, er musste irgendetwas erfinden, irgendwie darauf reagieren, was dort gespielt wird, und hat etwas erschaffen, was es so in der Form damals noch nicht gab, was heutzutage aber zum Einmaleins eines jeden Schlagzeugers gehört. Sprich, du hörst Lars Ulrich, denkst dir, das kann doch jeder, das lerne ich in der ersten Stunde. Ja, du lernst das in der ersten Stunde, weil Lars Ulrich das damals so gemacht hat. Das Problem an ihm ist dann wahrscheinlich, und da muss man dann schon sagen, okay, mein Junge, danach hat er sich nicht mehr großartig weiterentwickelt. Und ist vielleicht nicht mehr so ganz auf dem Level, dass man sagen kann, dass das irgendwo gerechtfertigt ist, in dieser Größenordnung als Drummer aktiv zu sein. Ja, es ist halt irgendwie auch schade, so live, gut, die sind alle alt geworden, heutzutage Double Bass live ist schon echt selten. So, ja. Muss man ganz ehrlich sagen, wenn man da Fight Fire with Fire wieder als Beispiel nimmt. Das ist ein wichtiger Song für dich, ne? Ich mag den super gern, auch wenn Ride the Lightning jetzt nicht so mal das Lieblingsalbum ist, trotzdem... Mhm. Wie bei dir auch in den letzten Wochen hat sich da einiges geändert. So. Ja. Mag das Album sehr gern. Aber es ist nachher so ein Part, da ist die Double Bass wirklich essentiell. Und live heutzutage bringt das halt nicht mehr so rüber. Ja. And Justice for All, 1988, mein allererstes Album. Da würde ich tatsächlich gerne einmal zwischengrätschen, weil es gibt noch die kleine EP. Ah, ja. Die... $5.98 EP ist insofern irgendwie wichtig zu erwähnen, weil das der erste Tonträger ist, wo man Jason Newsted wirklich hört. Das ist eine Cover-EP. Mhm. Die haben sich ja nach dem Tod von Cliff Burton dann, ich glaube 2 Wochen danach, direkt mit einem Nachfolger beschäftigt, ja, mit den Auditions angefangen, mit dem Vorspielen. Und da hat sich Jason Newsted dann ja bewiesen. Ich glaube vorher bei Flotsam and Jetsam gespielt. Mhm. Und ja. Später bei Voivod dann. Richtig, ich hätte es jetzt fast vertauscht. Man könnte das jetzt recht lästerlich sagen, das ist das erste Mal, wo er zu hören ist. Dann ist er offensichtlich einmal wieder nicht zu hören. Aber und vielleicht kurz nicht dabei. Ja, richtig. Also das sind ja auch solche Sachen. Man munkelt übrigens auch, also ich liebe ja diese Fakten, auch wenn sie vollkommen skurril sind. Es heißt, dass... Terry Bollea heißt er, glaube ich, richtig. Hulk Hogan sich um die Rolle des Bassisten nach dem Tod von Cliff Burton bei Metallica beworben hat. Ja, habe ich auch schon mal gehört. Ob das jetzt stimmt, ich weiß es nicht genau. Es ist ein lustiger Fakt, auf jeden Fall. Ich kann dieses Album nicht neutral bewerten. Ich war jung, ich habe es rauf und runter gehört. Es ist eins dieser Alben, das musste ich mir jetzt in der Vorbereitung nicht nochmal anhören. Du machst das an, ich höre eine Sekunde und ich bin absolut drinne. Es hat eins der besten Instrumentale überhaupt im Metal, finde ich. Ja. To Live is to Die ist wahnsinnig toll. Die ganze Stimmung dieses Albums gefällt mir sehr gut. Ich bin damit groß geworden, ich habe mir da keine Gedanken gemacht, dass man da den Bass nicht hört. Sicherlich, weil ich jetzt davor die Sachen auch nicht, mit denen ich vertraut gewesen bin. Wie ist das bei dir? Steht ja dort auch, ich habe sie auch dabei. And Justice for All ist, um das gleich vorwegzunehmen, Nummer 1 auf meiner Top 5 Liste. Dass die Riffs, der Gitarrensound, der ist irgendwie dünn, aber irgendwie auch fett. Ich weiß, ich kann es nicht. Ich finde das Album einfach von den Riffs und auch mit dem Schlagzeug zusammen
das passt einfach super. Ja. Es gibt auf YouTube natürlich auch Versionen zu finden. And Justice for Jason Houston, ja, genau. Oder so heißt das, wo man dann den Bass dann hört. Auf dieser Luxus-Edition von der Justice for All ist auch eine Variante, wo der Premix, glaube ich, da hörst du dann auch noch mal ein bisschen mehr Bass. Aber ich habe dieses Album in der Vergangenheit so dermaßen oft gehört. Ich bin bei dieser Diskussion raus. Es ist natürlich rein menschlich, man kann es irgendwo nachvollziehen, aber es ist natürlich menschlich irgendwo unwürdig und eine beschissene Situation für Jason Newsted, der da als Neuer reinkommt. Die Trauer ist mit Sicherheit übermäßig gewesen, das ist vollkommen klar. Aber dass man sich dort so auf diese Art und Weise dann... Er war ja immer so der Neue bis zum Schluss. War ja irgendwie der Neue. Es heißt ja auch, dass er beim Mixen, beim Mixprozess nicht dabei war und deswegen wurde er runtergeregelt. Ja. Ist dann auch wieder, man weiß es nicht. Es ist für mich das zweitbeste Metallica-Album. Hätte ich vor ein paar Jahren, hätte ich wahrscheinlich klar gesagt, das ist auf jeden Fall die Nummer 1. Aber da geht, Kill 'Em All kommt da für mich nichts vorbei. Jason Newsted, du hast jetzt schon gesagt, der Neue. Und da haben wir dann nachher ja später nochmal einen neuen Bassisten. Ja. Und da gebe ich schon mal das Stichwort Matthias Japs und erkläre nachher, was ich damit meinte. Black Album, das... Ja. Das fünfte. 1991. Metallica waren schon eine große Nummer. Und dann haben sie was gemacht. Also für viele war sicherlich so nach dem dritten Album schon irgendwo, also mit dem Tod von Cliff Burton, vorbei. Das sind so die Hardliner. Dann ist natürlich die Sache mit der Injustice for All und dass du den Bass da nicht hörst. Und das war für viele schon nicht mehr. Und dann haben sie für den einen oder anderen, denn es gibt, Metallica hat ja dieses Phänomen, dass es einfach eine Band ist, die für sowohl Oldschooler unglaublich wichtig ist, mit der jeder seine Jugenderinnerung irgendwo verbindet. Aber eine Band, die später den Menschen einfach egal geworden ist. Weil sie einfach etwas Musik gemacht haben, die vollkommen, für manche belanglos gewesen ist. Ja, das kann natürlich sein. Ich finde dadurch, also ich glaube tatsächlich dadurch, dass ich so spät zu Metallica und dem Metal quasi gekommen bin, sehe ich das mit anderen Augen quasi, weil es war ja alles schon da. Ich habe das gar nicht richtig mitgekriegt natürlich, wie Metallica groß geworden sind. Und für mich sind die immer wichtig gewesen. Egal, ob ich mich irgendwann in andere Richtungen bewegt habe, Black Metal, Death Metal, Metallica ist immer irgendwie mir nie egal geworden. Ja. Für mich war es der Song Wherever I May Roam. In kurz, weil ich die Story schon sehr häufig erzählt habe, sie steht bei mir gleich mit der Live Undead von Slayer zu diesen beiden 12-Inch-Alben, die ich mir gekauft habe damals. Ich wusste nicht, dass das Minis sind. Ich hatte 7 Inches gehabt, die hast du auf 45 gespielt. Ich habe sie also über lange Zeit immer auf der 33er statt auf 45er Geschwindigkeit gehört. Dieser Song ist ein reiner Doom-Song. Er funktioniert auf der Geschwindigkeit. Und ich habe da letztens schon in meiner nostalgischen Erinnerung sind das am Anfang auch Glocken, die dort läuten als im Intro. Und es ist nicht die Gitarre, die clean spielt. Ja. Es ist ein wunderbarer Song. Für mich ist das Album auf Platz 4. Da mag man mich jetzt für schelten, dass ich dieses Album vor der Ride the Lightning nenne. Aber es ist allein diese Erinnerung für diesen Song. Da haben wir ja was gemeinsam. Bei mir ist nämlich auch auf Platz 4. Ja. Und ansonsten, wie beurteilst du so die Leistung Metallicas auf dem Album? Also das hat erst in den letzten Jahren so richtig geklickt bei mir bei dem Album. Ich fand das Album immer gut, nie schlecht. Mir ist, ich glaube, das hatte auch einmal jemand in einem Stream von dir gesagt, die Rhythmusgitarren auf diesem Album sind halt unfassbar stark. Da dann natürlich auch der Bass gut zu hören. Ja. Und ich finde gerade in den Solo-Passagen, die Rhythmusgitarren im Hintergrund unfassbar simpel und fett und mega, mega gut. Ja. Mega gut einfach. Na, Wilma, was ist da los? Ja, Wilma schläft hier hinten ein bisschen, ne? Ja, Jason, James Hetfield. James Hetfield, Rhythmusgitarrist? Ja. Hat selber gedacht, seine Stimme reicht nicht aus. Ich möchte mir gar nicht ausmalen, weil die Stimme gehört zu Metallica. Ja, mein Vater zum Beispiel sagt immer, der hat früher immer gedacht, dass sie auf jedem Album einen anderen Sänger haben, weil er immer anders klingt. Ja. Er wird ja natürlich auch immer älter, das ist klar.
Ja, aber Metallica ohne James Hetfield. Er hat schon diese Stimme mit diesem Wiedererkennungswert. Also übrigens kann ich da mal empfehlen, wer ihm jetzt Metallica irgendwann zu, wie sagt man so schön, ausgewimmt sind. Es gibt da eine deutsche Band, die ein bisschen wie Metallica klingt. Hört mal in Victim rein. Du hast letztens mal kennengelernt, der Sänger klingt auch echt. Alter Schwede, meine Güte. Sie machen mainstreamigere Musik mit dem Album. Und das sollte dann irgendwann sicherlich auch noch schlimmer werden, sodass das Album, glaube ich, auch an diesem Album kann man dann einen ganz messerscharfen Cut ziehen. Ja. Ab da war für viele Metallica vorbei. Ich muss auch sagen, für mich insofern, als dass ich sie zwar eigentlich nie so richtig intensiv verfolgt habe damals, aber eben auch so, dass ich dann das schwarze Album eben noch kannte, aber danach dann eben, und dann dürften ja eigentlich auch die Load- und Reload-Teile kommen, sie nicht mehr auf dem Zettel hatte. Und mit Load, Reload haben sie ja, das ist immer so schön, diese Allgemeinmeinung, den absoluten Verrat begangen, muss es ein bisschen höher halten. Genau, einmal hast du da die Load, das ist dann Rinderblut mit Sperma. Mhm. Und auf der Reload hast du dann Rinderblut mit Urin. Und der gute Mann, der das Ganze gemacht hat, heißt Andreas Serrano. Und ja, der hat es wohl irgendwie zumindest mit Körperflüssigkeiten. Ja, man sieht das hier auch, ich weiß nicht genau, wie man, ich halte das einfach mal oder ich helfe rein. Die Haare sind abgeschnitten, es wird sich geschminkt, so der Zahn der Zeit irgendwie hat man, glaube ich, zu der Zeit damals. Wann war der Punkt, als er genau diese Frisur hatte, die ich jetzt habe? Ich glaube, 94 hat er sich da. Mhm. Wir sind hier bei 96 und 97. Genau. Ich fasse es zusammen, man kann diese Alben sicherlich einigermaßen gut zusammen beschreiben. Als eins so, ja. Ich rede dich total nieder, oder? Nein, es ist alles gut. Diese Alben werden schlechter behandelt, als sie eigentlich sind. Es ist nicht mehr Metallica, wie man sie kennt. Sie haben sich komplett von dem verabschiedet, was sie einstmals gemacht haben. Sie machen jetzt Rock, Country. Und dafür muss man, glaube ich, auch verstehen, dass Country in Amerika nochmal eine ganz andere Bedeutung hat als hierzulande. Also hierzulande, was ist da das Äquivalent? Wahrscheinlich kann man da Schlager sagen, aber Schlager, da kriegst du ja hier schon eine ganz, ganz unangenehme Gänsehaut, wenn wir in dem Kontext jetzt davon sprechen. Aber sie haben halt Musik gemacht. Ja, in Amerika, obwohl ich glaube auch selbst da kam es nicht so gut an. Ne? Nee, das Album ist, glaube ich, bei vielen, wenn die eine Topliste machen müssten, nicht dabei. Also ja. Es ist bei dir dabei. Wäre fast mit reingerutscht, ist aber dann mit rausgefallen tatsächlich. Aber ich finde die beiden Alben super. Ja. Warum halte ich jetzt The Covenant mit der Seti in die Kamera? Ich habe bei der Reload eine ganz merkwürdige Situation gehabt. Und zwar habe ich den Song, The Memory Remains. Ja. Ich hatte die ganze Zeit irgendwie einmal einen anderen Begriff gehabt. Jetzt weiß ich, jetzt fällt mir zumindest der falsche nicht mehr ein. The Memory Remains. Ich höre den Song und da kommt ja diese ganz bekannte Melodie, dieses la 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 la, was sie in so einer schönen Live-Version wirklich noch ausgereizt haben, was toll ist. Also mit Verlaub, wem das jetzt zu cheesy ist, aber das, und ich höre das, höre es aber mit der Stimme von Marianne Faithfull, glaube ich. Genau, heißt sie. Genau. Marianne Faithfull, Jahrgang 46, die aufgrund ihrer, wie es schon geschrieben worden ist, verwitterten Stimme diesem Song seinen ganz bestimmten Stempel aufdrücken sollte. Ja. Und ich habe das einfach nur gehört und habe gedacht, was ist das? Ich kenne doch diese Melodie. Ist das aus irgendeinem anderen Metallica-Album? Haben die den jetzt einfach nochmal neu aufgenommen und überlegt? Und irgendwann fällt mein... Seti, das Album, was ich seit Erscheinungsdatum 2003 habe. Also da habe ich mich mit Reload überhaupt noch nicht beschäftigt. Ich kannte wirklich nur das Cover davon, was ich auch in Ordnung finde. Ich mag The Covenant. Ich finde, das Album ist unglaublich schwach ansonsten. Die davor ist natürlich großartig und The Covenant brauchen wir nicht drüber sprechen. Das ist mein Moment in den Load- und Reload-Parts. Und jetzt erzähl du mal ein bisschen was über die Alben. Also ich finde, die auch in den letzten Jahren hat sich das entwickelt. Richtig gut, damals natürlich so, nee, ist nicht mehr Metal, so klar. Ich finde sie aber mittlerweile gut, auch da wieder James Hetfield, trotz dessen, dass es kein Thrash-Metal mehr ist, was es ja auf, sag ich mal, auf dem Black-Album auch schon nicht mehr war, aber für die Musik immer noch hervorzuheben, das Gitarrenspiel von Hetfield. Ich finde die Alben super. Ja, also, sie sind halt rockiger. Ja. Was würdest du sagen, ja gut, im Grunde kann ich das jetzt auch beantworten, aber es ist schöner, wenn du auch mal, was fehlt im Vergleich zu den anderen Alben an der Gitarre? Die Schnelligkeit, die Aggression vielleicht. Ja. Dafür ist es sehr melodisch und auf dem Black Album haben wir Unforgiven,
Ja. Auf Reload haben wir Unforgiven 2 und den Song finde ich wirklich gut. Ich mag den wirklich, wirklich gern, weil das ist halt irgendwie so die Country-Version von vom Unforgiven Teil, würde ich behaupten. Ich weiß, ich habe einmal im Stream And Nothing Else Matters gespielt. Da wurde ich für gestraft. Ich musste eine halbe Stunde nachsitzen und länger machen. Es ist ja ein guter Song. Also, Nothing Else Matters, das ist das Ding mit 00000. Genau, ne? Genau. Wo er angeblich mit Kirk am Telefon gesessen haben sollte und so ein bisschen rumdaddelte und irgendwann feststellte, oh, pass mal auf, warte mal, ich hab da was. Das war einfach, es wäre fast nie ein Metallica-Song geworden. Das ist, hat er irgendwie für eine Ex-Freundin geschrieben am Telefon, das stimmt, da hat er halt dann rumgezupft und dann irgendwann Hammer-Ons und Pull-Offs so dazu gedichtet und daraus ist Nothing Else Matters entstanden und Lars Ulrich hat gesagt, der Song ist super, den müssten wir mal richtig aufnehmen. Dann genau zur Black-Album-Zeit auch noch zu erwähnen, Bob Rock kam ja dazu und der hat dann auch gesagt, das muss mit Orchester irgendwie untermalt werden und dann haben sie ja den Michael Kamen, glaube ich, arrangiert, sich dazu geholt, der dann die Streicher dazu komponiert hat und gibt ja noch, ich weiß nicht, auf welcher Single das war, ich glaube zur Sad But True Single-Auskopplung, Sad But True und die Nothing Else Matters Elevator-Version nennen sie das, wo man nur James Hetfields Stimme, Akustikgitarre und das Orchestrale hört, auch eigentlich wirklich sehr schön. Jetzt lasse ich immer reden, jetzt kommt er richtig raus hier, super. Tja, was kann man zu Kirk Hammett und seinem Spiel sagen? Kirk Hammett ist ja irgendwie, der spielt das, was er soll und spielt dann noch seine Solis. So, und ich glaube, in der Rolle fühlt er sich auch relativ wohl. Es gibt ja die Dokumentation Some Kind of Monster, diese Therapie-Doku, nenne ich es mal, zur Entstehung vom St. Anger-Album. Da sagt er ja auch selbst, ich habe sie jetzt neulich nochmal geschaut, da sagt er selber so, ich bin mit meiner Rolle in der Band eigentlich immer zufrieden. Und wenn ich dann mein Solo habe, das ist dann so mein Moment und damit kommt er ganz gut klar. Aber auf jeden Fall ein super... Super Gitarrist auf jeden Fall. Ja. James Hetfield sollte mal, hatte ich das jetzt schon erzählt, auf einem Album eine Gitarre doppeln, weil es einfach fülliger klingt. Mhm. Aber er spielt so exakt, dass dieser Effekt nicht eingetreten ist. Weiß ich tatsächlich nicht. Habe ich noch nicht gehört. Habe ich auch nicht gehört. Es gehört zu diesen Fakten. Ja. 1998. Ja. So langsam kam so ein Punkt, da haben sich Metallica, also sie wollten dann auch, glaube ich, sich mit allen verscherzen. Ob sie nun einfach ihr eigenes Ding dann machen wollten und alle anderen haben es einfach nicht verstanden. Das sollte später nochmal kommen. Sie haben mit Garage Inc. Incorporated ein Coveralbum rausgebracht, wo auch geile Sachen drauf sind. Auf jeden Fall. Aber dann kam ja auch die Napster-Affäre, ne? Ja, die kam, wann kamen die? 2002, 2003, irgendwie so. Mhm. Ja, bei der Garage Inc., da ist ja noch... die erste CD, die quasi die Garage Days, die wir vorhin schon gezeigt haben, nur mit ein paar extra Songs, Motorhead wurde gecovert. Und, Overkill? Overkill, was haben wir hier? Overkill, Damage Case, Stone Dead Forever, die genau. Und, die was ich lange dachte, Am I Evil, ich dachte, das wäre ein Metallica-Song. Wahrscheinlich, weil die Coverversion einfach so bekannt ist, ne? Ja, die ist bekannt, ist ja Diamond Head. Diamond Head, genau, richtig. Großer Einfluss von denen auch gewesen damals. Ja. Viel Misfits auch gecovert. Ja, Last Caress und Green Hell. Und bei Green Hell ist das wirklich, da muss man schon einen guten Gitarrentag haben, wenn man das mit Downstrokes durchspielen möchte. Ja. Das, aber den... Die Coverversion finde ich echt stark. Ja, also mag ich auch, aber da kommt für mich sowas raus, was ich dann an Metallica wieder nicht so mag. Ihr wisst, wenn ich Death Metal höre, sage ich immer, ich höre den nekro-schwammigen, pulsierenden, düster Death Metal. Und Metallica sind halt das Gegenteil von pulsierend, düster, schwammig. Und es ist natürlich irgendwie auf der Famous Monster haben Misfits natürlich dann auch technischer gearbeitet als zu Danzig-Zeiten. Aber das macht mir so ein bisschen manchmal die Cover kaputt. Auf der anderen Seite habe ich mir das alles noch mal so angehört, das ist schon, das geht schon klar. Gerade die neuen Sachen, die man hier drauf hat, denn mit Turn the Page. Finde ich ein super Cover. Mag ich auch super, super gerne. Auch Whiskey in the Jar zum Beispiel. Ja, absolut. Also Thin Lizzy, aber ich glaube, die hatten das auch gecovert von jemandem. Ist er gut. Und das Whiskey in the Jar finde ich wirklich gut. Also das ist auch eins, also wie Am I Evil, muss ich sagen, ist denen das so gut gelungen, dass ich da auch erst nicht wusste, dass das ein Cover ist. Und das ist dann eine schöne Sache. Was bei mir damals wirklich so mit 14, 15 für die erste Metal-Gänsehaut gesorgt hat, war die Coverversion von Astronomy von Blue Oyster Cult. Ah. Wenn das dann nachher sich aufbaut und dann Astronomy,
Ne? Ja. Also das finde ich bis heute einfach super stark. Das muss laut gehört werden, anders geht das nicht. Hm. Konntest du nachvollziehen, die Napster-Geschichte, User bannen zu lassen, zu verklagen aufgrund von Downloads? Und das war ja, glaube ich, gut. Ich bin halt 93er-Jahrgang, da habe ich das nicht so mitbekommen. Mhm. Als es dann mit den Downloads bei mir losging, war das, glaube ich, schon... Ich habe nie gedownloadet. Nie gemacht. Das war früher. da werden sich die Älteren daran erinnern. Da fühlte man sich schon wie Verbrecher am Computer, wenn man sich einen Song, für den man ungefähr eine Stunde lang downloaden musste, runtergeladen hat. Und sie sind ja auch bis heute Verfechter der Anti-Streaming-Geschichte. Das ist nochmal ein anderes Thema. Also, das kam ja damals auch, glaube ich, neu auf, so mit Napster, das erste so runterladen. Und ja, es ist halt, für sie war es Diebstahl. Und ja. Dass das irgendwann dazu werden soll, dass man dadurch eigentlich auch erst Bands kennenlernt, so richtig, aufgrund der Masse an Bands, die es natürlich heute gibt. Aber es ist, ich fand, es war kein guter Zug. Sie waren sehr uncool. Das muss man, ich glaube, das fasst das gut zusammen. Es ist ein sehr uncooles Verhalten. Die haben halt auch Namen dann veröffentlicht und ja. bloßgestellt, kann man vielleicht auch sogar sagen. Ja. Nachvollziehbar irgendwie, dass sie das nicht wollen, weil, wie gesagt, die Download-Geschichte war relativ neu. Ob sie damit heutzutage noch so ein Problem haben, weiß ich nicht, weil sie sind ja auf den eingängigen Streaming-Diensten dann ja doch vertreten. Ja. Jason Newsted ist ausgestiegen. Genau, erstmal kam ja noch das Live-Album, das S&M. Das habe ich auch dabei. Metallica mit einem Orchester. Weiß ich nicht, ob es das so dann im Metal davor schon gab. Aber das ist eigentlich auch eine ganz coole Sache. Würde ich jetzt, also gehört natürlich nicht zu den Studioalben. Ich habe es trotzdem dabei, weil ich es ganz cool finde. Genau. Zeig nochmal. Da ist dann auch ein Song drauf, den sie bis heute nie wirklich veröffentlicht haben. No Leaf Clover. Ja. Ein sehr schöner Song. Könnte man auf Load und Reload eigentlich packen, kann man sagen. Ja. Und ja. Würdest du sagen, es ist das wichtigste Live-Album? Oder welches wäre so... Man weiß, welches es bei Iron Maiden ist. Man weiß, welches es bei... Blind Guardian ist und bei Judas Priest gibt es dann sicherlich auch zwei zur Auswahl. Ich glaube, Metallica, da gibt es ja diese Konzertbox Live-Shit, Binge and Purge heißt sie, glaube ich. Ich glaube, die kam 93 raus und da ist ein Konzert drauf von Seattle 89 oder das Seattle 89 Live-Konzert, das ist halt ein absoluter Abriss. Ich sage mal scherzeshalber, ich würde mir ein Ei entfernen lassen und mich in diese Zeit... so alt zu sein wie jetzt, Metallica in deren Primetime zu erleben, das wäre schon... Naja. James Hetfield noch mit langen Haaren und die ganze alte Zeit. Und wirklich noch nicht auf seine Stimme geachtet, sondern einfach rausgekeift. Ja, das war. Alkoholiker hat man sie ja auch eine Zeit lang genannt. Ja, gab es auch T-Shirts von. Du hattest schon gesagt, sie haben dann irgendwann eine Doku gedreht über ihre eigene Therapie. St. Anger aufgenommen, auf der Jason nicht drauf ist. Wer spielt denn da Bass? Bob Rock. Noch zu damaliger Zeit der Produzent war, denn seit 91 dem Black Album bis 2003 war er dann Produzent und hat dann auch die ganze Bandtherapie quasi mitgemacht. Ja. Und wurde gefragt, ob er den Bass denn da einspielt. Ja. Um den Kontrast, weil ich ahne schon, was kommt, einfach noch mal gewaltiger zu machen. Auch ich finde, dass St. Anger das schlechteste Metallica-Album ist. Und ich habe dafür auch Gründe. Und die mögen anders sein als die generellen, weil da geht es meistens um die Snare-Drum. Es geht meistens um den Sound der Snare oder des gesamten Schlagzeuges, warum dieses Album doch verlacht wird. Ich finde, dieses Album klingt, als ob sich, alte Männer auf einen Zug ranhängen, in dem Namen New Metal, und versuchen, das, was weitaus jüngere Bands dort wesentlich besser hinkriegen, irgendwie zu imitieren. Ich höre da teilweise auch im Gesang System of a Down heraus, nur in Scheiße. Also tut mir leid, es ist wirklich so, also eigentlich sollte man das bei jedem Album machen, noch viel extremer oder genauer sagen, was man darüber denkt, aber ich kann, also bei diesem Album, es ist gar nicht mal der Schlagzeugsound, und dazu habe ich noch einen ganz komischen Fakt, weil ich mich gerade so ein bisschen auf Bathory noch vorbereite für morgen. Ich habe mir von Bathory mal die Octagon angehört. Da ist irgendwie das Gleiche. Also da hast du auch dieses Schlagzeugding und auch irgendwo so dieses Ding, wo Quartern, also das ist ja sowieso jetzt nicht unbedingt eins der hochklassigen Bathory-Alben, aber irgendwo hatte ich da gewisse Parallelen gesehen. Nee, also ich habe da Limp Bizkit irgendwie rausgehört, Anbiederung an New Metal, und jetzt kommst du da. Ich finde das Album super.
Also nicht unbedingt, weil es das erste vollständige, das ist auch das erste Metallica-Album, was ich mir tatsächlich gekauft habe. Ja. Damals im Rahmen eines Referats, welches ich halten wollte über Metallica. Mhm. Auch eine 1 bekommen dafür damals. Das war das erste Album, was ich mir tatsächlich selber gekauft habe, glaube ich. Die beste Bewertung, die das Album je bekommen hat, hast du in einem Referat dann. Ja, ich habe das tatsächlich damals, ich verstehe nicht, warum ich die 1 bekomme, weil ich habe das als Referenzalbum für Metallica genommen. Ja, ja. Ohne dabei Master of Puppets irgendwie mal vorzuspielen. Also es ist schon... Ja, ohne mit der Wimper zu zucken. Eiskalt durchgezogen. Was macht das Album für dich aus? Um da als Gitarrist kurz irgendwie zu denken, die Gitarren sind irgendwie tief gestimmt und es sollte ja so klingen, als würde eine Band das erste Mal irgendwie im Proberaum zusammenspielen in der Garage, nur dass die Band halt Metallica ist. So hieß es in der Doku. Und ich finde die ganze Entstehungsgeschichte halt irgendwie total spannend. Der Entzug von James Hetfield, aber bei dem Album sind es dann auch irgendwie die Texte, die irgendwie krass sind. The Unnamed Feeling, It Comes Alive zum Beispiel, oder Shoot Me Again, All the Shots I Take, I Spit Back at You, das sind so irgendwie dazu die Musik. Und ich finde die Schlagzeugleistung von Lars auch auf dem Album irgendwie gut, weil das ist einfach... Das ist Aggression, finde ich. Gut, das muss ich gestehen. Also das klingt wirklich, als ob sie da Animal ans Schlagzeug gesetzt haben. Also der prügelt dort wirklich wie ein Besinnungsloser. Ja. Und ich glaube, das kann man genauso stehen lassen, auf die Drumsets ein. Ich kann da keinen Song rausgreifen. Ich finde es einfach furchtbar. Ich kann es nicht. Wir kommen da noch zum anderen. Auch wenn ich mich wahrscheinlich sehr unbeliebt mache. Welcher Platz? Ich finde es auch furchtbar, furchtbar gut. Es ist Platz 3. Mhm. Death Magnetic. Ja. Das erste Album mit Robert, wie spricht man den aus? Trujillo, ja. Trujillo. Und jetzt komme ich dazu. Er ist seit 20 Jahren in der Band. Ich glaube, das ist der am längsten bestehende Bassist bei Metallica. Und er wird, da bin ich nicht der Einzige, er wird immer der Neue sein. Und deshalb sagte ich das, wie Matthias Japs immer der Neue bei den Scorpions sein wird, weil er zwar auch schon irgendwie seit 100 Jahren dabei ist, wird er für mich auch immer so der Neue sein, weil er tritt in wahnsinnig große Fußstapfen. Es ist ja einerseits Cliff Burton, der ohnehin nicht zu ersetzen war. Die undankbare Rolle, die dann Newsted gespielt hat, ganz traurig und schade, weil er selber ja auch ein wahnsinnig guter Musiker gewesen ist. Immer noch ist. Bei Metallica gewesen ist, aber immer noch ist. Auf jeden Fall. Bei Voivod spielst du jetzt auch nicht mit dem Verständnis, was ich von Musikinstrumenten habe. Also nochmal zu Jason Newsted, der Song My Friend of Misery vom Black Album sollte ja ein Instrumental werden. Mhm. Von Jason Newsted geschrieben, wurde ihm verboten. Ja. Was ja dann nachher auch der Grund war, weshalb er gegangen wurde, sag ich mal, weil er sich weiter entfalten wollte, dann mit seiner Band Echo Brain. Und dann, nein, das darfst du nicht, Metallica soll das Einzige sein. Und dann ist er halt gegangen. Ja, der wollte sich, im Bandbus, hat er sich ein kleines Studio aufgebaut, hat, und das fand man scheiße. Ja. Also echt, und wie würdest du den Robert Trujillo beschreiben? Glaub, der hat vorher bei Suicidal Tendencies gespielt. Mhm. Der macht bis heute, ich habe Metallica 2019 das erste Mal live gesehen, bis heute... echt Stimmung auf der Bühne und der ist halt wirklich energiegeladen und das macht Spaß, ihm zuzugucken. Irgendwie. Das ist irgendwo ein Tier, kann man sagen. Auf jeden Fall, ja. Wenn er da teilweise nimmt er sich seinen Bass, greift ihn und dreht sich da 5 Millionen Mal im Kreis. So. Ja. Der geht auf der Bühne schon ordentlich ab, das finde ich schon... War eine gute Entscheidung. Der ist jetzt auch kein Jungspund, wie man das so dann vielleicht kurz mal denken mag. Also der hat ja auch schon da seine... der macht wirklich nochmal Alarm und das, glaube ich, war dann auch eine sehr gute Entscheidung. Denke ich Death auch. Magnetic, ich finde es gut. Das kommt bei mir jetzt nicht in eine Rangliste, aber ich habe so ein bisschen sicherlich auch für den Cover-Artwork Justice for All zugeordnet. Aber sie machen wieder eigentlich harte Musik. Es ist nicht so, dass da ist kein Four Horsemen, da ist für mich kein Motor Breath so zu hören. Aber das sind jetzt alte Songs, ich mache jetzt einen besseren Vergleich. Battery. Das ist gut, dass du einen Song von der Master of Puppets nimmst, weil James Hetfield hat mal gesagt, es klingt so, als wäre es kurz nach Master of Puppets rausgekommen. Ja. Finde ich tatsächlich nicht. Ich habe das Album nicht so häufig gehört, aber die Songs darauf sind an sich schon stark irgendwie. Mhm. Schnell gespielt und die Riffs sind auch teilweise sehr technisch, für Metallica relativ technisch, muss man sagen. Ja, sie ist ein bisschen melodieverliebter auch irgendwo nochmal. Ne? So ganz
Das fand ich schon, also die poppig will ich jetzt nicht sagen, was wahrscheinlich auch passen würde, aber das sind schon recht eingängige Melodien, die sie da auch drin haben. The Day That Never Comes zum Beispiel, der lange Mittelendteil nachher, schon gut. Auch ein Instrumental drauf, Suicide and Redemption, auch ein super, super Song, finde ich. Ja. Den mag ich auch sehr gern. Und dann kam Lulu. Ja, die habe ich natürlich auch. Mhm. Auf welchem Platz bei dir? Null. Also ganz oben. Ich glaube, es ist das kontroverseste Album. Also gilt ja auch gar nicht als richtiges Metallica-Album. Es ist eine Kontroverse. Und wisst ihr was? Wir machen da jetzt nicht das Riesending draus. Also das jetzt nachzuquatschen, was man überall liest, das macht jetzt auch keinen Sinn. Ich würde sagen, ich fange wieder an und du ergänzt dann. Es ist eine Kollaboration mit Lou Reed. Und ich sag mal, wer Lou Reed nicht kennt und auch mit Velvet Underground nicht vertraut ist, der wird ohnehin mit dem Album nichts anfangen können, weil Lou Reed einfach schwierig ist. Es ist diese gesamte Art und Weise, wie er sich gibt, die ist ja so schon sehr anstrengend. Und dann noch auf einem Album, was ja irgendwo, es erinnerte mich so ein bisschen an diese Art von Musiktheater. Also es ist ja, wie nennt sich das Album, Tragödie in 5 Aufzügen und einem Prolog. Erdgeist und Büchse der Pandora von Frank Wedekind wurden dort aufgenommen praktisch. Ja. Und Lou Reed hatte da schon was in der Hosentasche und das wollte er eigentlich auch schon irgendwie mal machen. Hat das Ganze mit Metallica gemacht. Rausgekommen ist etwas, damit kann vermutlich kein einziger Metallica-Fan was anfangen. Und mein kurzes Resümee einfach. Ich habe mir das einmal angehört, ich werde es mir vermutlich auch nie wieder anhören. Es ist bei weitem nicht so schlecht, wie es gemacht wird. Es ist so Artifati-Musik. Und man kann das akzeptieren mal, oder man sollte das auch akzeptieren, dass eine Band da auch mal Bock drauf hat. Man muss es sich nicht anhören. Aber es ist irgendwo, ja, es ist Kunstmusik. Und Hatfield ist halt der Table, der Tisch. Ja, da ist halt das Meme entstanden, sag ich mal, ne? I am the Table. Ich hab's jetzt, ich musste mich wirklich quälen. Ich wollte es mir nochmal anhören. Ich hab's dann, wann kam es raus? 2011. Ich hab's mir dann nochmal angehört und hab festgestellt, die Musik finde ich gut. Mhm. Wenn man den Song Mistress Street, der ist auch einfach durchgängig schnell. Mhm. Also wirklich schnell, die Stimme, also an sich, die Stimme von Lou Reed ist gut, aber die Töne nicht zu treffen, ist dann, das geht, wenn man Bathory nimmt, da geht das. Aber da fand ich es dann wirklich, auch als Metallica-Fan, wirklich anstrengend. Quartan ist aber auch einer, der, also mir fällt noch nicht mal jemand anderes ein, der so schief singen kann und es trotzdem noch charismatisch und gut wirkt. Die Stimme bei Quartan ist immer so ein Müh daneben, ja. Aber irgendwie macht es mir da nichts aus. Und das zu Lulu. Und dann sind wir schon beim letzten Album. Tatsächlich habe ich ein bisschen schlecht sortiert. Ich habe hier noch eine kleine EP gefunden. Na, Mensch. Die Beyond Magnetic EP. Ja. Kam raus 2012. Also habe ich doch gut sortiert. Kam nach Lulu raus tatsächlich. Ja. Sind 4 Songs drauf aus den Aufnahmesessions von Death Magnetic. Ja. Sind, kann man ganz kurz und bündig sagen, sind gute Songs. Aber ich wüsste jetzt nicht groß was dazu zu sagen. Sind gut, ja. Ist halt Death Magnetic, passt. Schöner Fakt noch zu Lars Ulrich Schlagzeugspiel. Selbst innerhalb der Band ist man sich einig, dass er nicht der beste Drummer in seiner eigenen Band ist. Stimmt, es gibt ja auch das Gerücht, dass man überlegt wurde, ihn rauszuschmeißen. Es gibt halt aber auch einfach Bandmitglieder, die... Ja, man kann. Ich habe mir ja früher auch immer die Frage gestellt, warum optimiert man seine Bands eigentlich nie so ins Extreme, dass alles funktioniert, dass du den besten Gitarristen hier und so weiter hast. Aber es ist natürlich auch viel Persönlichkeit dahinter und ja, Freundschaft. Ich weiß jetzt nicht, wie weit sie noch jetzt wirklich heutzutage sich auch so am Wochenende nochmal auf ein Bierchen treffen und nach der ganzen Geschichte. James Hetfield wahrscheinlich gar nicht, weil er ja wahrscheinlich nicht mehr trinkt. Das zum einen und er wahrscheinlich auch mit seiner durchaus respektablen Autosammlung beschäftigt ist. Ja, der hat ein paar coole Karren vor der Tür stehen, ist ja auch ein großer Motorradfan. Ja. Zeig's. Hardwired to Self-Destruct, das aktuellste Album. Ist irgendwie für mich immer so eine Mischung gewesen aus die Singles, die sie veröffentlicht haben. Hardwired to Self-Destruct, Moth into Flame und... Ich muss gucken. Ich hab's gehört, ich finde es. Atlas Rise. Atlas Rise, genau. Atlas Rise.
das sind die Songs, die sie veröffentlicht haben, schlau gemacht, sind die besten Songs vom Album, die schnellsten. Mhm. Und der Rest ist irgendwie so ein bisschen Load, Reload, bisschen härter, für meinen Geschmack so. Und mein Lieblingssong auf dem Album ist Spit Out The Bone. Ja. Der hat auch so einen richtig guten Melodie-Middle-Part, wo ich wirklich, da kommt die Faust wieder raus. Ja. Und irgendwie so eine Art Breakdown hört man auch noch da. Ja. Das finde ich auch irgendwie cool. Ist ein gutes Album, ist aber auch nicht in der Rangliste mit, natürlich nicht mehr drin. Für mich geht das so wie Death Magnetic, das sind halt Alben, sie machen dann einfach nochmal härtere Musik, so. Es ist halt schwierig, Millionäre, die harte Musik, ja, das ist, kann man, es ist schwierig, wirklich da jetzt was Neutrales zu sagen. Das sieht man immer durch eine gewisse Brille und ich habe die Alben nicht und ich glaube, wenn ich mir jetzt demnächst ein bisschen was raufschaffe, dann mit Sicherheit doch nochmal die Kill 'Em All, die habe ich nämlich auch nicht und das sind so die Sachen, die würde ich auch regelmäßig wieder hören. Da bin ich jetzt in diesem Fall wirklich mal so ein bisschen traditionellerer Meinung, aber wie wir gemerkt haben, das sind schon sehr unterschiedliche Meinungen zum Gesamtbild und dich heute hier gehabt zu haben, das hat mich sehr gefreut. Ja, mich auch. Du bist sehr nervös gewesen. Ich war wirklich nervös, ja. Aber ich habe dir gesagt, da gibt sich alles. Hat sich auch so ein bisschen gegeben, ja. Tatsächlich, ja. Ja, ich habe dich ein bisschen niedergeredet, aber wenn ich dir mal ein bisschen Leine gelassen habe, dann hast du ordentlich einen rausgehauen. So ist das, wenn man mir Leine lässt. Ja. Ich denke, wenn sich da mal wieder was ergibt, dann kann Kenny doch bestimmt wiederkommen. Würde mich freuen. Weißt du was? Vielen Dank, dass du da gewesen bist. Ich bedanke mich, dass ich da sein durfte. Sehr schön. Und zum Schluss, schönes Stündchen. Kinders, ihr wisst Bescheid, die Zeit ist zu schade für Scheiße. Nicht vergessen.